Wird die Tiere nähren. Ich kämpfe für Nevendar. Sieg oder Tod? Schenkt Galliard euer Leben! Für den Zorn unserer Mütter! In Fahrt von diesem Land! Thank you.
diese Unreinheit. Dein Körper will die Tiere nähren. Brennt dein Fleisch. Kämpfe für deine Ehre.
werdet dieses Land nicht mehr beschmutzen. Die Kälte beginnt. Ich bin ein stiller Wind. Bei Galleans kaltem Herbst. Der Winter kommt. Die Seelen verlangen nach Blut. Unsere Mütter sind immer bei uns. Tiere näher. Mutter, nein!
Lavender in deinem Namen. Die Kälte beginnt. Ich bewege mich mit den Jahreszeiten. Bei Galleons kaltem Herzen. Er wird tot. Mutter, leite mich. Spür Galleons Zorn. Vernichte diese Unreinheit. Wandle in seinem Licht. Du wirst geläutert. Ich gehe schon. Deine Ehre. Geläutert.
ist erledigt. Du gehörst mir. Gestorben. Ich bewege mich mit den Jahreszeiten. Ich bin ein stiller Wind. Ich bin eins mit dem Ganzen.
folge seinem Licht. Beim Zorn des Hohen Vaters. Alle werden geläutert.
Thank you.
We'll be right back.
mir mein Leid. Kurz und schmerzhaft. Darf nicht zu nah ran. Beschieße den Feind. Tauf! Nein! Warum? Was hat sie getan? Welchen Gott hat sie je beleidigt? Aviana, es tut mir so leid. Ich habe so lange nicht mehr geweint. Ich bin so froh, dass du da bist. Danke. Ich störe ja höchst ungern. Kovan! Du führst den Angriff gegen den Willen der Elfenältesten an. Wieso? Du wagst es, mich das zu fragen, Halbblut? Nach allem, was du mir genommen hast? Die Weißlande standen meiner Mutter zu. Ich hätte Verantoor gewählt. Ich habe deiner Mutter den Tod erspart, den sie verdient hatte.
Omeriel war meine Königin. Meine! Du hast sie mir genommen. Du hast mir alles genommen. Als sich das Imperium zurückzog, ritt ich gegen den Willen meines Volkes. All diese Tode, nur aus Rache? Nicht Rache, Gerechtigkeit. Aber wir sind noch nicht quitt. Dein Leid reicht nicht. Das Leben deiner Mutter reicht nicht. Ich will deinen Kopf. Kämpfe! Nein, Kovan. Heute endet es. Ich werde dir in wie lange müssen wir kämpfen? Wer muss noch sterben, bis genug Blut vergossen wurde? Jetzt zeigst du Mitleid? Nachdem du meine Mutter getötet hast? Mich bei der Schlacht von Verantor verstümmelt hast? Nein! Kämpfe oder stirb! Wir können sie nicht hier lassen. Wir müssen sie mitnehmen, in irgendwas einwickeln oder... Ich weiß nicht. Sie muss hier weg. Nach Hause. Ich sorge dafür, dass ihr Leichnam für das Begräbnis vorbereitet wird. Aber du musst weiterkämpfen. Das Volk der Nidan braucht dich. Du hast recht. Ich weiß. Gut. Sorge dafür, dass sie sicher ins Willensgrab kommt. Dann treffen wir Arietis und sehen, was notwendig ist, um das Reich zu verteidigen.
Warum? Avia. Ich habe... Ich stimme... Kovan. Du wach? Ich habe... Omi... Halt sich... All dies... Nicht... Aber wir sind noch nicht quitt. Dein Leid... Im Andenken...
bist zurück. Aber wo ist deine Mutter? Sie. Verstehe. Sie bekommt ein anständiges Begräbnis. Das schwöre ich bei meinem Leben. Kovan führte die Elfen her, nicht die Ältesten. Er hat euch meinetwegen angegriffen. Es ist alles meine Schuld. Nein. Dieser Krieg hat alle in den Wahnsinn getrieben. Du trägst nicht mehr Schuld als ich. Aber wir können dem ein Ende setzen, bevor noch mehr sterben. Wir können verteidigen, was vom Dorf noch übrig ist. Aber die Elfentruppen haben zwei weitere Anführer. Einer davon ist ein untoter Hexer. Johalmar der Manasauger. Er ist mir nicht unbekannt. Eine Schmiedin aus den Weißlanden. Wenn sie eine Rüstung nicht stehlen kann, tötet sie dafür. Diese Elfenschmiedin, wo ist sie und was wissen wir über sie? Wir haben alle Sägewerke und Wälder im Nordwesten verloren. Sie greift von dort aus an, aber wir konnten sie bisher nicht finden. Der Hexer hat den Elfenkriegern verdorbenes Mana gegeben. Das erklärt, wie Kovan sie manipulieren konnte. Und warum sie so grausam kämpfen? Sie würden uns eher lebendig fressen, als uns an ihre elenden Blutsbäume zu verfüttern. Ein Grauen, das jetzt hoffentlich vorbei ist, Ariettes. Die erste gute Nachricht, die wir seit sehr langer Zeit gehört haben. Tu, was nötig ist, um für die Sicherheit der Dorfbewohner zu sorgen. Wir erledigen den Rest.
mir nach. Bringt sie zurück. Du wirst geläutert. Vernichte diese Unreinheit. Ich werde deine Knochen nahmen. Die Welt lebt ohne dich weiter. Kein Feuer kann mich aufhalten. Zersplittere! Ein winterlicher Wind. Thank you.
aufgetreten. Vernichte diese Unreinheit. Werde zu Staub. Sieg oder Tod. Zurück. Später, handle jetzt. Ich gehe schon. Erdulde seine Prüfungen. Sein Licht wird deine Seele verbrennen. Ich werde dich zermalmen. Du bist gut gestorben. Sieg oder Tod?
Sein Auge sieht den Weg. Erdulde seine Prüfungen. Eine Verschwendung von menschlichem Fleisch. Kämpfe für deine Ehre. Lebt ohne dich weiter. Mutter Nevendor, in deinem Namen! Wir werden die Niedern verteidigen, aber wir brauchen Hilfe. Der Hexer Johalma und die diebische Schmiedin greifen uns unermüdlich an. Die Schmiedin war mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich war. Sie war Kataniras Geliebte. Katanira? Die Anführerin? Genau die. Die Elfen wurden zurückgeschlagen, aber so viele sind gestorben. Wenn sie doch nur erlebt hätten, was für eine tolle Kriegerin du geworden bist. Der Inquisitor-Regent! Dein Volk wurde für unrein erklärt. Sein heiliges Licht muss euch läutern. Diejenigen, die nicht brennen, werden mit Blut gewaschen. Rettet den Nephilim! Er wird gebraucht. Wir können sie abwehren, Avi. Finde ihren Anführer, dieses Ding, und halt ihn auf. Dieser Ort besteht nicht nur aus Mauern, nicht nur aus Holz und Stein. Er ist nicht irgendein Ort. Er ist unsere Heimat. Er ist Lachen, Freude und Liebe. Für eine Heimat lohnt es sich zu leben und zu sterben. Hier müsst ihr das letzte Gefecht kämpfen, die Dunkelheit zurückdrängen. Hier, in unserer Heimat. Heute. Wir holen uns zurück, was uns gehört.
Die Spur des Inquisitor-Regenten endet hier. Er muss im Grab sein. Wenn das eine Falle ist. Das ist egal. Wir sind zusammen, Aviana. Also dann, stellen wir uns gemeinsam dem Schicksal.